Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es ist ein adventliches Video, ein Weihnachtsvideo und ich habe auch ein Geschenk für euch dabei. Ich erkläre euch am Ende des Videos, wie ihr es schafft, 1 von 10 Büchern zu gewinnen, die ihr selber vielleicht jemandem schenken könnt. Und ich habe euch vor einiger Zeit auf Instagram gefragt, was bedeutet eigentlich für euch Advent und möchte das zum Anlass nehmen, ein bisschen Gedanken über diese ganze Weihnachts-Advents-Thematik mir zu machen und euch vielleicht ein bisschen mitzunehmen in meine eigene Kindheit, Jugend und das, was das für mich bedeutet. Ich hoffe, das ist für euch interessant und auf jeden Fall am Schluss gibt es ja noch eine Verlosung. Zunächst mal etymologisch betrachtet, Advent immerhin. Einige haben es geschrieben, einige wussten es noch. Es ist Latein, genau. Advent kommt aus dem Lateinischen. Advenire, Advent, Ankunft. Ankommen, warten auf Weihnachten. Ja, das ist schön, wenn das auch so ist. Lateinisch advenire, gleich kommen, Advent, die Ankunft des Herrn. Oder wie immerhin 2 geschrieben haben, eben warten auf Jesus, der an Weihnachten geboren wird. Und das ist das, warum wir Advent feiern. Tun wir das? Tue ich das? Darum auch geht es in diesem Video. Ja, einige schreiben eben auch einfach nur das Wort Familie oder Familie, Kekse, Kerzen und warten auf Jesus. Zeit mit der Familie oder mit der Familie, die Vorweihnachtszeit genießen. Ich glaube schon, dass Familie ein wesentlicher Bestandteil von dem Adventsfeeling ist. Mir auf jeden Fall ging es so, für mich sind die stärksten Adventsgefühle aus der Zeit, wo ich selbst Kind bin. Ich habe am Anfang auch ein Musikstück gespielt, weil für mich Musik mit der Adventszeit ganz viel zu tun hat und auch das, was sich geändert hat seit meiner Kindheit, sehr viel mit Musik zu tun hat, die sich geändert hat. Denn Musik, ich bin Musiker, beeinflusst natürlich meine Emotionen, mein Empfinden. Was ihr da vorhin gehört habt oder was ich auch jetzt noch ein bisschen zwischendurch immer anklingen lasse, sind traditionelle Adventskirchenlieder, die die Älteren unter euch vielleicht noch kennen. Bei den Jüngeren habe ich den Eindruck, immer weniger. Auch bei uns läuft eigentlich immer mehr Let them know it's Christmas time oder let it snow, also ganz viele amerikanische Pop-Varianten. Die ganzen Popstars, die amerikanischen, die Songs singen, das ist das eine. Und das andere mit Kindern stelle ich immer wieder fest, das sind vor allem Kinderlieder in der Weihnachtsbäckerei, das kennt man heute. Für mich ist es unabhängig davon, wie ich zum Thema Kirche stehe, so dass ich tatsächlich in dieses Adventsgefühl gerade vorhin am Klavier gemerkt habe, ganz schnell wieder reinkomme, wenn ich diese Musik spiele, die ich eben damals, als ich selber Kind war, gehört habe. Dazu muss man wissen, mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter hat als Pfarrfrau in der Gemeinde viel gemacht. Das heißt, Adventszeit, Weihnachtszeit hieß viele Gottesdienste, gemeinsames Plätzchen backen. Da waren unglaublich viele Veranstaltungen mit alten Menschen, mit jungen Menschen, Gemeindeversammlungen, Geschenke überreichen. Da war viel los, das fand ich ganz toll als Kind. Es wurde natürlich immer und überall gesungen, viele Kirchenlieder. Bei uns zu Hause wurde fast nur klassische Musik gehört lange Zeit. Das heißt, ich habe viel Bach, Händel gehört in dieser Zeit als Kind. Und das hat natürlich meine Adventszeit geprägt. Es gab natürlich Adventskalender. Meine Mutter hatte für mich und meine beiden Brüder jeweils einen Adventskalender gemacht. Es gab Säckchen, Türchen und Täschchen und man durfte immer abwechselnd eins aufmachen und ich soll angeblich immer schon im Voraus geschaut haben, wo das Dickste drin war, sodass ich dann immer das Säckchen hatte, wenn da was Ordentliches drin war. Manchmal habe ich wohl auch schon im Voraus Säckchen geleert, sodass sie dann, wenn mein Bruder dran kam, leider schon geplündert waren. Das sind auch Erinnerungen an meine Adventszeit und eine ganz besondere Sache und dadurch war die Adventszeit für mich als Kind immer was ganz Besonderes und ganz besonders Großes war, dass man bei uns das ganze Wohnzimmer umgebaut hat, denn in der Adventszeit wurde unsere Eisenbahn aufgestellt und die kam an den Platz, wo normalerweise unser Esstisch war, deswegen wanderte der Esstisch raus in den Flur zur Eingangstüre und wir haben die komplette Adventszeit über am Eingang gegessen und im Wohnzimmer Eisenbahn gespielt. Und ihr merkt schon, alles das, was ich jetzt erzähle, sind natürlich ganz starke, formende Erlebnisse und Erinnerungen für eine Adventszeit. Und die sind alle weg, seit ich nicht mehr zu Hause lebe, seit meine Mutter auch nicht mehr am Leben ist. Und natürlich hat sich damit auch bei mir das Adventsgefühl stark verflüchtigt. Ja, einige schreiben besinnliche Zeit, aber andere schreiben eben auch Arbeit, Stress, mit Stress in die Weihnachtszeit rein. Und für manche bedeutet der Advent im Moment leider gerade nur Stress, da Klausurenphase ist oder zurzeit 14 Klausuren in 3 Wochen geschrieben werden. Heute ist es tatsächlich so, dass ich die Weihnachtszeit immer
als stressig empfinde, vielleicht nicht mehr selber, sondern wenn ich Leute frage, können wir uns mal treffen? Ja, aber bitte dann, wenn diese ganzen Weihnachtsfeiern rum sind, ja. Ja, auch können wir die Weihnachtsfeier bitte im Januar machen, es ist jetzt schon so viel. Oder auf der anderen Seite ist es auch schwierig, eher was Besinnliches zu finden. Was mich denn eher stresst, sind Weihnachtsmärkte oder einkaufen gehen. Ich war jetzt kürzlich in Berlin, habe mich da dummerweise ins KDW, weil ich aufs Klo musste, verirrt, und da war Weihnachten oder Adventszeit, also da muss man nicht dabei gewesen sein, sage ich jetzt mal. Das ist für mich eher so Stress. Der Geist dessen, was Jesus, die historische Figur Jesus, oder auch was die Kirche aus dem, was von ihm überliefert ist, gemacht hat, ja, davon wäre ein bisschen mehr auf jeden Fall gut, und wie man das in die Adventszeit reinbringt, ohne wiederum Pfarrer zu sein, wie meine Brüder, da bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Plätzchen sind natürlich eine gute Sache, und ich bin auch sehr dankbar, dass es Adventskranz gibt und dass es auch einen Adventskalender gibt, wenn auch nicht für mich. Mein Papa bekommt von seinen Enkeln jeden Tag eine kleine Überraschung. Letztes Jahr gab es lauter Videos, einen eigenen Instagram-Kanal für ihn als Adventskalender. Das ist eine schöne Sache, die Advent am Leben erhält, und vor allem auch, dass er darauf antwortet jeden Tag, praktisch sich bedankt für das, was er bekommen hat per Rundmail. Das ist sozusagen dann unser Adventskalender. Das macht für mich tatsächlich Advent aus. Und ich sollte wahrscheinlich häufiger mal mich ans Klavier setzen und Adventslieder spielen. Ja, und dann ist es natürlich auch immer die Zeit, wo man jetzt anfängt nachzudenken, was sollen wir denn schenken, was wünschen wir uns? Ich werde gefragt, was wünsche ich mir? Ich frage andere, was wünschen sie sich? Und stelle natürlich immer mehr fest, ja, wir wünschen uns halt auch immer weniger. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber brauchen tut man ja nichts. Und insofern ist dieses Kaufen gehen für mich auch nicht Advent. Wie so oft auf diesen Social Media hat mich meine Frage an euch und eure Antworten selber ins Nachdenken gebracht und bereichert, dass ich ein bisschen rausgefunden habe, welche Elemente noch da sind, welche es nicht mehr sind. Ja, dann muss ich mich halt ans Klavier setzen und meine Adventslieder selber spielen, wenn die in mir adventliche Stimmungen hervorrufen. Und wie versprochen, kurz vor dem dritten Advent, zur Mitte der Adventszeit, ich verschenke mal ein paar Bücher. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, Willkommen in Neuland. Ich würde mich freuen, wenn ich 10 von euch damit beschenken kann. Ich möchte 10 davon an diejenigen kostenlos verschicken, die mir auf Instagram unter meinen Post heute Abend schreiben, wem sie dieses Buch schenken möchten. Und ich werde bis Sonntag schauen, also bis zum dritten Advent schauen, wer da Ideen hat, wen er mit diesem Buch beschenken möchte. Und wer was Sinnvolles geschrieben hat, kommt dann in eine kleine Auslosung. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Und dann schreibe ich euch eine DM, auf die solltet ihr innerhalb von einem Tag reagieren, mir die Anschrift schicken, und dann bekommt ihr dieses Buch kostenlos zugeschickt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch eine Freude mache und ihr damit jemandem eine Freude macht. Zum Beispiel Eltern, Großeltern oder den Teenager-Kindern, wenn ihr schon älter seid, denn auch für die ist das sicherlich eine ganz schöne Sache, dieses Buch. Und wenn ihr das natürlich bei der Adresse dazu schreibt, dann schreibe ich euch auch gerne eine Widmung nach eurem Wunsch in das Buch hinein. Jetzt wünsche ich euch eine angeregte, inspirierte, wie auch immer sie für euch gut ist, Adventszeit. Und ja, wir sehen uns bald im nächsten Video. Abonniert meinen Kanal, liked und kommentiert dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Diese Dad.